Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Final Fantasy X HD Remaster. Me? You are Yuna's guardian, no? Moroda's heard a curious rumor. I thought you should know. I heard it from those crusaders. Seems that summoners have been going out on pilgrimage and just disappearing. It could just be the fiends got them, but not so many so quickly. Sorry I don't know more, but watch your back. Ain't much future for a guardian without a summoner, eh? What? What y'all talking about? We're talking about doing your job as a guardian. Hey, I'm doing good. Right, big brother? Please be careful. Will do. Passe! Oh, what? We're leaving! Be right there! See ya! Passe, passe. Die Halle der Prüfung. Ja! Gib mir das! Geh weg, Mann! Action geladen, das erste Mal offiziell drin. Alright, Guardians, at attention! We are ready. Alright, let's do it! Also zum einen, ich bleib dabei, ich mag die Musik als solche. Ist einfach schön am Überlegen. So dupti-dupti, huppi-fluppi. Joseph Veruiden, logischerweise Blitzelementar, wenn man so will. Nicht, dass das hier wirklich wichtig wäre, aber naja. Das macht halt einmal ab. Die Tür ist offen. Was wir jetzt machen müssen, ist rein theoretisch dieses Symbol komplett zum Leuchten bringen. An der Tür leuchtet ein Symbol, das ist gut. Ich weiß allerdings auch nicht mehr, wie das hier ganz genau läuft. Macht ja nichts, im Großen und Ganzen. Machen wir erstmal das Ding da aus. Weil das ist ein Symbol von Yevon. Ich glaube, das ist das, worauf wir uns alle einigen können, zumindest. Der Spheroid von Joyce wurde eingesetzt. Der Spheroid von Joyce wurde rausgenommen. Damit haben wir das schon mal gemacht. Dann schieben wir einfach die Plattform nach rechts, weil wir können und drauf sind heute. Komm jetzt noch drauf vorbei. Jetzt haben wir einen aufgeladenen Jose-Stein, sozusagen. Einen aufgeladenen Insignia-Jose-Stein. Dadurch lässt sich jetzt so manches Türchen öffnen, sozusagen. Allerdings hier wieder direkt Putzelbatzel. Einmal schieben. Die Mucke spielen, das, no, ja. Ich weiß gar nicht, ob die Tür wieder runtergemietet muss. Wie war das hier? Ja. Manchmal weiß ich auch nicht mehr alles auswendig. Manchmal bin ich ein kleines Dumm-Dumm. Dann nehmen wir wieder den Spheroid von Jose, stopfen ihn hier rein. Und ich bleib dabei. Ich meine, so schön die ganzen Sachen hier sich überlegt wurden. Ich denke mir nur immer so, ja, es ist schon schwer, zwei Hände zu haben. Das Einzige, was ich immer wieder sehr merkwürdig finde, aber gut. Ich weiß nicht mehr, ob ich da tatsächlich zwei Spheroiden reinsetzen müsste oder nicht, oder ob das völlig irrelevant war, aber wir haben es jetzt mal gemacht. So, na gut, muss ich weiter rechts stehen, damit das annimmt, aber ist auch okay. Können wir den anschieben und damit haben wir das Auge. Großartig, nicht wahr?
So. So. Dann hier drauf. Damit ist die Steinsäule wieder da. Jetzt können wir das hier rausnehmen. Weil all das ist nur dafür da, um das Augenstück zu aktivieren. Und jetzt ist die große Frage, die man sich stellen könnte, aber man hat ja Augen im Kopf. Wie aktiviere ich jetzt die beiden Seitenflügel von dem Jevon-Zeichen? Relativ simpel. Man muss es halt nur erstmal gefunden haben. Dann haben wir den ersten Seitenflügel. Zurück. Und das Ding vielleicht auch ansprechen. Ansprechen ist immer eine gute Sache. Und bam. Das ist schon das ganze Siegeding sozusagen. Allerdings muss ich jetzt tatsächlich noch überlegen, wie der Rest ging. Naja, wir werden es schon herausfinden. Genau, hier nämlich. Man sieht es ganz leicht, hier macht sich so ein bisschen so wipp. Keine Ahnung, wie man es ausdrücken soll. Es leuchtet halt. Und so bekommen wir einen Spheroiden Fraktura. Und ihr erinnert euch, Fraktura, ne, für das Siegel hinterher. Also da ist ein Schatzsiegel sozusagen. War das hier? Ist das nicht hier? Hier ist das allgemeine Siegel, schiebt die Dinger dran und alles ist Töfte und so. Ja, also das ist danach kam. Schlimm wird es erst werden, wenn ich aus Versehen komplett fertig habe, das Ding, und dann da lande, wo ich nicht sein will, sozusagen. Und oh, du hast alle Rätsel gelöst, hast ein Fraktura-Ding ins Kirchen durch die Gegend geschleppt. Aber, naja, falsch gemacht. Da. Bisschen repetitiv, dass man hier Teile da reinschiebt, muss aber egal. Ich meine, das erklärt zumindest im Grunde, warum draußen so viel Rumgeblitze ist, ne? So, und wenn ich jetzt noch hier Fraktura einsetze. Bam. Vergessen sie zu öffnen. Es ist ein Magiesphäroid da drin. Nee. Wäre schön gewesen, wenn sie jetzt direkt da gestanden hätte, aber ja. Dann könnte ich ihre Magiefähigkeiten noch weiter auf die Spitze treiben. Aber das war die Prüfung von Jose. Stop pacing around. Be calm and wait. Aber ich will nicht warten. Hallo Yuna. Hallo Kimari. Nein. You should try to settle down. Yuna will be blamed if anything happens. Well, well. Das wäre schon passiert. Bauen wir nicht gleichzeitig rein. White crown, I see. What is it, Bartello? You know this riffraff? You are Arin, no? What of it? Can I shake your hand? Arin. No, Sir Arin. You're the reason I became a guardian. Thank you, sir. This means so much to me. Calling the personal guardian the Lord Braska Riffraff? And you call yourself a summoner? Yeesh. Bartello, enough! Get back here. Hang in there, buddy. Hey? Quite the show, yeah? Not so good on the heart, though. Pick spot. Shut up. Wait. You should try to settle down. Yuna will... I swear,
I'll never wash this hand again. Please, touch me with that hand and I'll remove it. Stop pacing around. You owe much to your father. All these guardians. And Sir Auron, too? And I hear Maester Seymour's quite taken with you. The world must look different when you're the daughter of Lord Braska. This has nothing to do with my father. I am traveling on my own, as a full-fledged summoner. Oh, is that so? Then try standing on your own two legs for once. Your guardians won't be able to protect you when the time comes. Okay, und nachdem wir jetzt einmal gepennt haben, haben wir Ixion frei geschaltet sozusagen. Auch hier wieder, ich habe einfach die Frage in den Discord gestellt und raus kam Sleipnir. Was glücklicherweise auch genau passt. Sleipnir, zack, bumpeng. Bin der Dunder sozusagen. Ja, ist ja gut. Direkt wieder Cutscene. Nein. Direkt erstmal wieder reingehen. Weil, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Jawoll. Finden wir hier noch einen Wechselspieler. Nicht, dass der jetzt wirklich wäre, glaube ich, aber er ist vorhanden. Wechselspieler, andere vom 3% halt. Naja. Da finde ich halt trotzdem Steinschlag irgendwie interessanter. Oder theoretisch. Oder, achso, das ist der Wechselspieler. Ja, okay, 8%. 8% sind schon mal besser als 3%. Ich weiß, einfach Mathematik, unglaublich, was ich da immer vor mir gebe, ne? No matter how dark the night, morning always comes. And our journey begins anew. No matter how dark, nein, and our journey. We're leaving once Yuna gets here. Die Affen mögen Auron. Get ready for the journey ahead. Alles klar, mache ich. Donna has left. Isaru too. Das ist gut. We're leaving once Yuna gets here. Das ist auch okay. Keine Ahnung mehr, ob ich hier reingehen muss oder nicht dafür, aber gucken wir mal. Oh, hi Gata. I'm going back to Bisei. With Luzu gone. Yeah. It'd be hard fighting alone, wouldn't it? Most of the other Crusaders have already left. I'll go soon. Gut so. Kleiner großer Mann. Keine Yuna. Man kann ja mal nach. Aber keine Yuna da. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr lange das letzte Mal, dass wir Gata überhaupt das Training überhaupt mal Postgame sehen kann oder nicht. Naja. Ach, sie ist am Pen. She was working until dawn. Healing the wounded, sending the fallen. Okay. I guess I'll just let her sleep for now then. Ah. Morning. What? Morning? Don't worry. But it's morning. I'm so sorry. I'll get ready right away. Just a moment. Don't worry. It's okay. Yo, sleepyhead. Sorry. I'm so sorry. Please forgive me. Really, there's no rush. Here, your hair. A summoner with bad hair. What's the world coming to? You could have woken me up.
We called to you, but with all that snoring... What is it today? Everyone's picking on me! You too, Sir Orin? Once Lady Yuna fixes her hair, we leave. I hadn't really laughed like that in a long time. It was only later that I realized. The only one really laughing then was me. Laughing must have been the only thing keeping them going. Worum es da geht, erfahren wir später. Gehalt sind wir, haben wir gepennt, sind ja gute Leute. Also ab geht's. Außerdem bekommen wir jetzt neue Items, wenn ich mich richtig erinnere. Mit Machina können wir es hier nicht besiegen. Tja. Mir war töricht. Ja, eine Halbird. In der Tat, gibst du mir auch was? Natürlich nicht. Gibst du mir was? High Potions. Ah, er gibt mir was. Er ist ein guter alter Mann. Die Affen laufen auch weiter mit mir mit. Sprich du mein Gebet. Und nochmal 10 Potions. Wunderbar. Drei so Items, early? Drei bekommen. Passt. Lady Yuna, you must be exhausted after working so hard last night. Will you be okay? I feel that I have rested enough. But thank you for your kindness. Will you be leaving too? Yes. First we cross the Moonflow, and then we head north in search of chocobos to replace those we have lost. Once we find chocobos, our mounted forces will ride again. Huh? Aren't you missing someone? Captain! Wait for me! What took you so long? We're leaving. You expect me to keep up with a chocobo? Lady Yuna, I wish you good fortune. Elma, Clasco, let's go. Ma'am. Hey, can I just rest a sec? No complaints. Keine Beschwerden. Einfach laufen. Where to next? Was geht schon wieder? Oh mein Gott. Across the Moonflow. Gotcha. Moonflow, baby, here we come. Sagt das so, als wüsste er, worum es geht, ne? So, also, weißt du jetzt, was wir meinen? Nein. Eigentlich weiß er es ja dann immer sowieso nicht. Ich meine, ich kann ihn ja in dem Sinne keinen Vorwurf daraus machen. Er lebt in dieser Welt ja nun mal nicht. Ne? Sozusagen, das ist nicht seine Welt. Da muss er sich nicht auskennen. Das heißt nur... Dass er sowas sagt, ist immer wieder faszinierend. Yeah! Ich glaube, das Küsschen ist... Ja, das Küsschen ist der stärkste Gegner hier. War der stärkste Gegner hier und dann kam ich um die Ecke. Good day, everyone. We can all learn a lesson from what has happened to the Crusaders. Only the truly faithful have a hope of defeating sin. Okay, okay. Ich meine, ja, nein, vielleicht. Oh, Biran und Jinke. Freunde. Freunde. Ja, okay, Mario, ich bin enttäuscht. Ein bisschen zumindest. Ja, so ein bisschen. Vernichtend. Ja. Haha.
Jetzt stehe ich hier und verteidige. Ready. Wow, trotz Verteidigung 250 Schaden. So, holen wir mal Auron noch mal rein. Auron guckt sich die ganze Situation mal taktisch an. Währenddessen schieße ich mit Wasser. Mitten in der Luft ertrinkt. Mumba sei Dank. Okay, aber ja, Biran und Yenke, das ist ja mal wieder ein Traumpaar sozusagen. Not again! Think of it as training. Na, die Rache des Küsschen. Sozusagen. Nach der schmachvollen Begegnung gerade eben. Was hat das böse Viech den armen Auron vergessen? Das ist ja unglaublich. Das ist ein verabscheuungswürdige Tat sozusagen. Mit etwas Glück kann ich es einfach wieder. Naja, instant kill. Go, go, go! Go, go, go! Ah, Waka. Du hattest einen Job, Waka. Training, huh? Aber ja, 7000. Oh, ich hab vergessen von dem Basilisken. So, you need someone with magic skills. Das ist egal. Kümmern wir uns später drum. So wichtig ist das Ganze nicht. Fällt mir nur gerade so ein, dass er rein theoretisch eine Technik lernen könnte. Und ein neuer Ekstase-Typ gelernt. Sehr schön. Dazu dann später gleich mehr, wenn ich es einstecken kann. Geht doch. Und ein Venomball, naja. Ich meine, der Venomball selber ist mir jetzt halt wieder auch komplett egal, aber. Was man hat, hat man, ne? Kann ich immer noch verkaufen. So, Ekstase, kommen wir mal dazu. Askese, die Ekstase-Leiste fühlt sich, wenn ich Schaden nehme. Kampfgeist, die fühlt sich, wenn ich. Gegnerschatz. Ist deutlich aktiver prinzipiell, wenn man seine Limits trainiert, also das Limit vom Kombi trainieren will zumindest. Look! One of Kimari's friends looks just like him. What? Both Pharaoh summoners on all fours. Hornless goatlings. Hornless! Hornless! You come to insult Kimari? Wrong. We come to warn little Kimari. Summoners disappear. Never return. Next will be Kimari's summoner. Poor Kimari. Lost his horn. Next lose his summoner. Pitiful Kimari, howl alone, howl alone. Do those two got something against you? What? They were just picking on you? Kimari would deal with them. And I'll help. Kimari alone. But it's Kimari's problem. You can't interfere. It's a rule. I'm worried. Let the Ronso deal with Ronso problems, yeah? That's how it's always been. I mean, I'm worried about those summoners disappearing. They aren't just disappearing into thin air. Hey, if we guardians do our job, no problem, right? Oh. Confident. Yeah. Naja, auf jeden Fall sind sie gekommen, um eine Warnung auszusprechen und Kimari ein bisschen zu ärgern. Also, yay. Daumen hoch für Biran und Yenke. Fight, fight, fight. Beschwer dich nicht, haut dich stärker zu. Ganz einfach hier. Ich glaub, zack.
glaube, es hackt hier. Ja, jetzt muss ich immer dran denken, wenn ich Spezial einsetze mit Kimari, dass ich bloß aufpasse und nicht und Schuss auswähle, wie das eine Mal. Ah, das war dumm. Irgendwie witzig, aber dumm. So, who's next? Schöner wär's, wenn er da auch einfach nicht rausziehen könnte, aber naja. Eines Tages macht Sir Orin auch wieder einen nichtigen Treffer. Eines Tages. Naja, das oder ich benutze einfach mal sein Limit wieder. Würde auch funktionieren. Oh man. Überhaupt nervig. Mercy. Yeah. So sind wenigstens schon mal die netten, aber leicht nervenden weg. Alles, was man hat. Go, go, go! Beziehungsweise. Erstmal Lulu reinholen, weil Lulu pur Schaden macht. Walker hat ja, wie gesagt, noch die Chance, das Viech direkt umzunieten. My turn! Was immer praktisch ist. Jawohl. Easy. Ha. Wozu einem Gegner die gesamten HP abzieht, wenn man ihn noch einfach versteinert hat? Ich meine, ist ein mehr oder minder begründeter Einwurf tatsächlich, von daher. Mehr Level 1 Sphärenpässe. Mann, Mann, Mann. Also jetzt haben wir zu dem Zeitpunkt schon relativ. There were fewer fiends in my time. Oh really? Zweifelst du gerade etwa am großen Orel? Ich bin übrigens nicht sicher, ob ich den Spruch jemals gehört habe. Really? Yes, really. Potion oder was war das bei denen? High Potions waren es bei denen. Oh mein Gott, ich werde nochmal reich. An High Potions. Und ja, wenn wir schon dabei sind, warum nicht? Ein kleiner Overkill kann ja nicht schaden. Immerhin mit Kampfgeist füllt sich das Ding jetzt relativ zügig immer auf und daher passt das schon so. Und da ist Belgemene. Belgemene, Belgemene, wie auch immer. Ne? Frau mit Beschwörungen. An dieser Stelle werde ich allerdings gleich auch tatsächlich eine Pause einlegen. Einfach nur aus dem Punkt heraus, dass wir dann nicht zu lange in dem Video drin sind. Wir haben immer eine ganze Prüfung in diesem Video gemacht. So ist ja nicht. You called? Yay. Ist immer schön zu sehen, dass das funktioniert. Oder sagen wir mal, es ist immer schön, es zu sehen, wenn es funktioniert. Ah, das sieht so schmerzhaft aus. So eine ganze komische. Allow me. Naja, Bienenstachel, Beißgeschmeiß. Stachel komplett einmal durch den Körper durch. So viel Versteinerung, so viel Tod. So muss das. Aber ja, an dieser Stelle mache ich für heute einen Cut. Das reicht erstmal. Sind aber fast schon da, wo es wieder weitergeht, vernünftig weitergeht. Ja, wie gesagt, jetzt kommen Belgemene. Das heißt, wir haben sowieso wieder ein Beschwörungsduell. Von daher. Ja. Ne? Machen wir das erstmal. Und das war's mit Final Fantasy X HD für heute. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, kommentiert das Ganze. Und an dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich bedanken bei meinen Patreons, Pan und Snow. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt euer Outro.
bis zum nächsten Mal.